Also machen wir es jetzt. Ein bisschen Efeu suchen, aber wir warten erst noch, bis die Sonne richtig untergegangen ist. In der Zeit können wir uns gerade noch, bis die richtig untergegangen ist, Zeit damit vertreiben, ein bisschen Kies auszulegen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und zack. Ja, jetzt muss ich langsam aber sicher ins Bettchen. Ah, na komm, jetzt gehen wir. Gute Nacht. Oh, Katze, ey. Verschwinde doch. Die Katze macht mich völlig verrückt, Leute. Aber richtig verrückt. Ja. Ah, ein guter, schöner neuer Morgen. Nehmen wir das mal mit. Man kann ja nie wissen, wer einem unterwegs begegnet. Ich habe auch eigentlich gar keinen Platz mehr, um irgendwas mitzunehmen, ne? Bräuchte ich am besten noch so eine Gerümpelskiste. Dann stecken wir die mal dahin. Was haben wir denn jetzt hier? Pflasterstein. Den Sandstein können wir aufbrauchen. Erde. Das braucht man auch nicht. Wassereimer. Glasscherben lassen wir auch mal hier. Und wo wir dabei sind. So, alles klar. Auf zum Efeu fangen. Hier hinten ist ja auch der Dschungel. Komme ich denn da auch direkt am besten so dran? Guck mal, ist das hier nicht eine Treppe? Sieht fast so aus. Eine kleine Treppe hoch zum Dschungel. Ey! Katze. Ich glaube, ich muss die Katze aussperren. Das geht nicht. Man kann, glaube ich, nicht mit Katze Let's Playen. So. Wir brauchen eine Schere. Und pflücken uns ein bisschen Efeu weg. Ja. Da hüpft gerade die Katze. Sehr gut. Super, echt super. Nicht, dass er mir mal irgendwie die Aufnahme schrottet. So. Da haben wir auch bald schon... Naja. Genug haben wir noch nicht. Huch. Na gut, ein bisschen Grünzeug, warum nicht? Schadet nicht. So. Wie viel haben wir Efeu? Efeu 16. Das reicht dicke. Wenn man bedenkt, dass sich das Zeug auch noch so ausweitet, ausbreitet wie Unkraut. Ja, am besten wäre es ja natürlich, wenn es so hier bleiben würde. Völliger Schwachsinn eigentlich. Das Problem ist, es wird einfach wild drumherum wachsen. Da kann ich auch nichts dran ändern. Naja, der Optik wegen mache ich es jetzt ein. Mache ich es jetzt einfach mal so nach dahin und gut ist. Ja, na gut, das ist dann... Ey, es ist nur ein Schlafquartier. Auf jeden Fall ein sehr individuelles Schlafquartierchen. So. Kann man nicht auf so ein... Pass mal auf. Das möchte ich doch mal gerade gucken. Könnte man eigentlich
da einen Blumentopf draufstellen? Ach, jetzt habe ich gar keinen dabei. Schade. Oder habe ich den nicht da eben hinten reingetan? Das finde ich ja mal eine interessante Idee. Das wäre voll super. Blumentopf. Ziegel. Ach, Mist, nur zwei. Ärgerlich. Da muss ich nochmal hochgehen. Da. Oh, macht aber ein bisschen was her, oder? Dieser seltsame Klotz. was wollte ich? Sag mir noch mal, hilf mir auf die Sprünge, Katze. Ich brauche... Ach, verdammt, ich hab's vergessen. Ein Blumentopf. Nehmen wir mal 20 direkt mit. Ach, ich meine, ich kann es ja direkt hier vor der Haustür ausprobieren. So. Nee, da kann ich doch keinen Blumentopf draufstellen. Oh. Ich hatte die Hoffnung, es würde doch gehen. Schade. Vielleicht hier drauf? Das sieht ein bisschen breiter aus. Oh, Manu. Schade, wirklich. Ja, ich weiß. So. Hm. Was sagt eigentlich die Uhr? Hm, die Uhr sagt, es ist schon wieder echt spät dafür, dass ich morgen wieder mal früh raus muss. Hm. So, eigentlich hatte ich das da unten gebaut. Genau, genau, genau. Weil wegen... als kleines Schlaf, als kleinen Schlafunterschlupf, wenn ich da unten arbeite. Moment, ich habe aber auf jeden Fall noch viel Kies und viel Sand, um Sandstein herzustellen. Das heißt, das machen wir mal gerade auch noch. Soll ja auch alles irgendwie seine Richtigkeit haben, nicht wahr? So, wusste ich doch gar nicht. Der Sand ist in der Kiste, wo Glas draufsteht. Natürlich. Wo sonst? Ich stelle aber auch immer dumme Fragen. Moment. Gerade ein bisschen was ableeren hier. Ablegen. Zack, zack. Was haben wir noch? Ach, wir haben so viel. Verdammt. So. Jetzt sind wir gewappnet. Gewappnet. Also hier, die Waffen und die Werkzeuge, die muss ich wohl noch ein bisschen anders texturieren. Oh, das war knapp. Das sieht ein bisschen öde aus. Wurde mir auch schon so gesagt. Stimmt auch. So, liebe Leute. Dann machen wir mal hier den Gang weiter. So. Alles hat seine Richtigkeit hier. Das entspricht der Norm. Deutsche Norm. So. Hier kommt also... Moment, Moment. Ich muss mich gerade konzentrieren. So. Dann geht hier jetzt nur so ein kleiner Gang ab. Am besten. Kies.
Sodele. Da haben wir es fast geschafft. Sieht interessant aus. Auf jeden Fall. Das muss natürlich weg. Das versteht sich von selbst. Boah, das Stöhnen der Kühe macht mich irgendwie heiß. So. So, wie machen wir das hier? Das machen wir so. Dramatische Tetris-Musik. Boah, mir schläft die Hand dermaßen ein, Leute. Hilfe. So. Ja, sieht doch schon eigentlich vom Prinzip her ganz nett aus. So, machen wir hier noch eine Fackel ans Bäumchen. Hä? Was ist das denn? Ach genau, da wollte ich eigentlich gucken, ob da der Blumentopf drauf geht, was ja leider nicht geht. Schade. Gut, dann geht's da zum Schlafhütchen. Hier geht's zum Feld. Dort werden wir dann in der nächsten Aufnahme wunderbar Möhren und Kartoffeln pflanzen, wenn ich denn welche finde. Das ist die Frage. Das ist die wirklich große und gute, gute Frage. Oh, es ist ja übrigens Nacht und ich spaziere hier so lustig drumrum, als wäre nix. So. So, guten Morgen. Da sind wir wieder. Ein bisschen Knochenmehl könnten wir noch gebrauchen, um es da ein bisschen gemütlicher zu machen. Das machen wir noch. Das machen wir noch gerade, bevor ich die Aufnahme beende. Knochenmehl. Verdammt. Wieder nichts im Haus. Jo. Wo bist du rum? So. Nein! Du Mistkerl, du Blöder. Ey, da bin ich so kurz vorm Ende und dann jagt er mir noch so einen Schrecken ein, der doof. Verdammt nochmal, ey. Nicht zu fassen. Ja, mit den Knöchelsen. Hui, juhu, oh. So, was wollte ich machen? Ich habe wieder ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Ah, genau. So. Ein bisschen schön hier, kuschelig. Das ganze Ambiente. Hier auch noch was. Da noch was. Ich mag Natur. Oh, hab nichts mehr. Na komm, eins können wir uns noch machen. So. Ein bisschen hier die Natur sprießen lassen. Es wirkt alles sonst so arg trostlos, weißt du?
erstrostlos, Junge. So. Wunderbar. So, damit sage ich auf Wiedersehen, liebe Leute. Bis zur nächsten Aufnahme von Let's Play Minecraft. Wahrscheinlich wird die nächste Folge, ich hoffe es, direkt an diese hier anschließen, ohne Unterbrechung. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ah, okay. Alles klar, bis dann. Tschüss.